Digga, das kann nicht dein Ernst sein. Die Reichweite ist so lächerlich. Das Spiel will mich gerade komplett verarschen, Chat. Aber Level 1 ist nochmal anders, ne? Level 1 ist wirklich nochmal anders. Ich hatte das schon mal erwähnt, der Nico, der Dilos und Geil, der ist deutlich im Vorteil, weil er ein Level 1 No-Hit-Runner ist. Beim letzten Mal waren wir viel weiter, so eine Stunde hinter ihm. Aber wir haben trotzdem beendet und er nicht. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Thank you very much, man. Dear Gustav. Happy birthday to you. I don't want to make it too long, you know. Yeah, thank you. That it would be awkward. Thank you very much. Yeah. Ich hoffe, du hast einen schönen Geburtstag. It's the finger, right? In the level 1 class. Oh, you're right. We have to pick the wretch. Oh my god, I forgot. Yeah, that's quite good weapon, right? Damn. Okay, whenever you are ready, I am ready. I would be so ready right now. Okay, then let's go. Yeah! Okay, 3, 2, 1. Go! Good luck! Let's go, Nico. Es ist das klassische Format, Chat. Wir brauchen 4 große Runen. Wir haben diese 4 großen Runen hinter wichtigen Gegenständen und 30 wichtige Bosse versteckt. Und mit 25% Bias bedeutet, dass die großen Runen wahrscheinlich hinter einer Kette von wichtigen Gegenständen sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei Dectus Medaillon eine große Rune finden, ist eher gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei Renala eine große Rune finden, ist ziemlich hoch. Weil, ne, sie steckt hinter mehreren anderen wichtigen Gegenständen, die man erst finden muss. Ja, ich habe richtig Bock. Wir sind das 4 Champions da vorne. Oh mein Gott. Also das wäre schon mal big. Nico, ist das 4 Champions? That looks like it, yeah. That's a really good boss to not have. Oh, I love yeah, it. True. Yeah, nice. Hopefully the Garks are somewhere as well. That would be awesome. I hate them. Aber diesmal hätten wir eine gute Waffe gegen die Chat. Gegen Gargoyles sind Strike Weapons sehr gut. Und das ist offensichtlich eine Strike Waffe. So, Kali. Oh wow, gar nichts. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Charakter nicht leveln, aber Waffe ist natürlich vollkommen legitim. Ich kann euch auch nur sagen, ein Level 1 Charakter und Waffe nicht leveln ist eine riesige Qual. Und würde halt eher so Richtung 15 Stunden, 20 Stunden dauern, wenn wir nicht Katastrophengegner hätten. Also es kann sein, dass ich da auch einfach nicht den Nerv hätte, wenn es dazu kommt, dass es, also wenn wir das machen würden und du kriegst irgendwie so richtig brutale, schlimme Gegner, dann weiß ich nicht. Ich werde wieder, wie beim letzten Mal, ein wenig anders spielen als einen normalen Randomizer. Ich gehe erstmal mehr Sachen suchen. Das heißt, wir gehen jetzt sofort zu dem Baum da hinten. Alright. Gut, wir haben einen Level 1 Stein gefunden. Das lobe ich mir schon mal, Chat. Hab ich auch sehr genossen. So. Oh, Chat. Werden wir niemals benutzen können, tatsächlich. Kleiner Witz, ne, weil wir müssen ja 600 Leben, war es, glaube ich, für Mimiktier aufwenden. Und wir werden ja nicht Leben leveln können, also wenn wir den niemals benutzen können. Null. Und vor allen Dingen, weil sie, die werden ja anscheinend niemals wieder ohne Skimmers Matchmaking gegen irgendwas machen. Das heißt, damit musst du jetzt einfach leben. Oh, Koi's Shield. Ich weiß nicht, ob wir das benutzen können, aber das ist freies Gift. Und zwar, ich glaube sogar gutes Gift, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir können das benutzen, Chat. Das wird uns sehr helfen. Okay, Talisman Pouch. Sehr, sehr nice. Kann ich nur sagen. Sehr, sehr nice, Chat. Wir haben bisher nur eine Träne. Ich finde, so etwas wie diese... wie das Arzneimittel mitnehmen, übel wichtig, damit wir die Möglichkeit haben, vielleicht sogar noch andere Waffen zu benutzen, wenn wir wollen. So, warum sind wir hier, Chat? Wegen dem Dectus-Medaillon-Spawn. Das ist ein wichtiger Spawn. Das heißt... Einerseits, theoretisch gesehen, kann da auch eine große Rune sein. Aber wir gehen ja natürlich erstmal sowas ab. Die einfachen Sachen abgehen. Gucken, dass wir hoffentlich zum Beispiel Talisman-Pouches kriegen. Weil sowas sollte uns langfristig sehr helfen. Ja, also das DLC-Randomizer wird irgendwann kommen, Chat. Und keine Sorge, es wird so deutlich im Titel stehen, ihr werdet es nicht übersehen können. Okay, ein Golden Seed nur. Okay, noch wurden wir nicht abgeschossen. Ich bin erstaunt, ehrlich gesagt. Somba 4, Chat.
Richtig gut, richtig gut. Somberstone Miner's Bellbearing One. Und Dark Moon Ring. Ja, Dark Moon Ring wird mir gar nichts bringen. Und Somberstone Bellbearing 1. Ich meine, theoretisch, wenn ich keinen Zweierstein finde, wird das schon nützen, ne? Okay, Geld. Geld ist trotzdem nützlich, ne? Wir müssen ja auch Sachen kaufen, Chat. Thorny Stone Barb. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Okay, das ist interessant, sage ich sofort. Also Stone Barb ist das, was mich, glaube ich, mehr interessiert. Na, Gegner besser knocken. Klingt unfassbar gut. Wir bräuchten jetzt einen Dunkelschmiedestein 3. Wir haben 5er schon. Wir bräuchten Dunkelschmiedestein 3, da hätten wir eine plus 5 Waffe. Ist aber bekanntermaßen einer der am schwersten zu findenden Schmiedesteine, Chat. Dark und Greatsword. Radagon Scarseal, Chat. Kranker Shit. Könnten wir vielleicht nutzen. Ich finde das hier gar nicht so uninteressant, ne? 14 Intelligenz bräuchten wir, aber das ist eine ziemlich nice Attacke. Nightmares bist auf jeden Fall interessant. Oh. Oh, no way. Okay, wir laufen einfach vorbei. Digga, als ob er... Der hat gerade viermal hintereinander geschossen. Was? Oh, shit. Vanilla Spawn. That's interesting. Quick question, Gustav. Let's say we would find a summon, like whatever that may be. Are we allowed to use it or not? I think yes. Why not? Okay. Okay. Just no. I just wanted to check in what your thoughts are on that. Yeah, I think that's completely alright. Meinst du, wir finden einen Dreier? Komm schon. Da ist der Dreier. Let's go. Alright, damit haben wir eine plus 5 Waffe, Chat. Pretty fucking good. Okay, lul. Das ist aber gut, weil wir brauchen ja für das Coil Shield auch einen Dreier dann. Er hat auch einen Dreier gehabt. Das ist ja lustig, ne? Also wirklich mal ausnahmsweise gar keine Probleme gehabt, Rüstung zu finden, Schmiedesteine zu finden. Damit haben wir Optionen. Das ist gut. Ich bin mal gespannt, wie gut ich hier durchkomme. Das ist immer ein Gamble, ob wir hier schlimme Gegner finden, die mich auseinandernehmen wollen. Digga, das kann nicht sein! 4 Dunkelschmiedestein 3er schon gefunden. Was ist denn hier los? Okay. Boah, ich habe so Angst gerade. Oh nein. Oh mein... Okay. Das könnte unser Tod sein. Ja. Was mache ich jetzt, Chat? Ich komme nicht an dem vorbei, oder? Okay, wir müssen unbedingt rechts rum. Wie immer, Chat, hier runterspringen. Ich halte das für wesentlich sicherer. Hinter mir, what the fuck? Lightning Ram, Chat. Da war noch ein Wagen, holy shit. Ah, da links ist ein... Okay, ich versuche die zu töten, denke ich. Okay, wir haben jetzt dann auch Schild auf 5, wenn wir wollen. Schon mal sehr praktisch, sage ich. So, jetzt da hinkommen ist jetzt auch nicht gerade einfach, ne? Ich bleib dabei, unser größtes Problem ist eher, dass... Also Talisman-technisch geht da noch echt viel mehr, Chat. Bin gespannt, ob wir da noch glücklich werden. Oh, Chat, was denkt ihr, welcher Boss... Oh. Ja, startet super. Kannst halt nichts machen gegen diese Fliegeteile, ne? Oh je. Der Typ wirft halt diese Dinger und du kannst nur wirklich... Also es ist lächerlich zu denken, dass du den gut ausweichen kannst.
Ja, und dann weicht er immer aus direkt. Deswegen ist das sinnlos, ne? Weil ich kann den zwar angreifen, aber er wird mich halt immer erwischen, ne? Ey, Digga, das ist so lächerlich. Ja. Ja, Damage ist scheißegal. Ich weiß nicht, wie man diesen Kampf no-hittet. Alter, wir haben zwei unpassierbare Gänge gerade, ne? Ich weiß leider nicht, wie man den Fight jetzt gewinnen kann. Wirklich nicht. Ich weiß es einfach gar nicht. Zwei Gegner, die ganze Zeit angreifen und der eine kann mit Aimbot von weiter hinten immer dich treffen, ist halt schrecklich. Okay, das... Oh Gott, drei Leute. Das sind drei auf einmal. Digga, seine Reichweite ist krass, ne? Summons? Ja, Summon ist echt eine gute Idee, wenn wir jemanden hätten. Aber wir haben keine Summons, ne? Jawride Puppet für 60 FP. Okay, das ist gar nicht so schlecht, ne? Das ist der andere Leute einschläfert, ne? Okay. Das war wirklich die Lösung anscheinend, ne? Dankeschön für die Idee. Der Schaden ist fantastisch, ja. Oh, okay. Ich habe gedacht, ich könnte ihn da rausschlagen. Sorry, meine Schuld. Aber der ist richtig cool. Das ist richtig wichtig gewesen, ja. Let's go, baby! Sehr, sehr schön, Chat. Ohi, ein Zomba 6 sogar direkt bekommen. Let's fucking go, man. Danke für den Tipp! Lass mich einmal dahin gehen, damit wir auch sofort das Schild mit aufwerten. Weil uns fehlen immer noch ein Zweierstein, ja. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Warte. Bevor ich weitermache. Ja, der Zweierstein fehlt. Interesting, ne? Einmal durchlaufen, Chat. Digga. Das kann nicht dein Ernst sein. Crucible Knight, du, Chat. Die Reichweite ist so lächerlich. Das Spiel will mich gerade komplett verarschen, Chat. Wir gehen Radar machen. Okay, ein Shade. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Typen hier mit, Chat. Hoffentlich ist das wenigstens der Shade ohne... Doch, ich glaube, ich sehe das Skelette. Ja, Skelette. Aber die sollten da hinten bleiben, genau. Sollte einfach sein, ne? Perfekt, Georg. Das kann nicht sein, ne? Das Erste, was mir passiert, ist, dass ich sofort sterbe. Stimmt, wir können den ja sogar einfach vernichten. Okay, warum habe ich jetzt nicht den Repost genommen? Wow. Die Herr, Gott, das nerven die Jungs, ne? Okay, die töten den einfach. Ey, Great Rune Nummer 1, meine Damen und Herren. Weil, also warum ich das jetzt gerade auch gemacht habe, ist, ich frage mich, ob ich untenrum zur Stadt will. Weil natürlich sind Odovis und Siluria nicht cool. So, ja, jetzt ab 7er Stein suchen wir alles für Dunkelschmiede, ne? Okay. Das könnte problematisch werden. Okay. Ich habe Angst. To be honest.
Hoi, 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 hoi. Na dann, Chat, mal sehen, was wir vor uns haben. Ich sag Moog. Oh. Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ja, der Schaden, by the way, ne? Hä? Einfach nochmal die gleiche Attacke hinterher. Einfach zweite Phase, Chat, nochmal. Okay. Lass mich raten, das wird total hässlich. Ich bin halt One-Shot, ne, für den. Ich bin One-Shot für den, die ganze Zeit, Chat. Wenn er die andere Feuerattacke macht, bin ich automatisch tot. Da bin ich mir auch sicher. Okay, was machen wir jetzt? Ich versuche mal zu vergiften. Jesus Christ, Chat. Ich glaube, das mit dem Vergiften lasse ich bei dem. Ich würde den sehr gerne first tryen. Bitte mach nicht die Feuerattacke. Die sind aber auch ein Problem, ja? Ohne Pferd. Ohne Pferd finde ich die auch sehr problematisch.
kann immer noch sterben. Let's fucking go! First try! Oh! Und die zweite Great Rune! Oh, baby. GG's, Mann. Puh, ich hab mir das wirklich erarbeitet, ja. Ja, ich habe mich nicht getraut, weiter mit dem Schild zu kämpfen. Ich denke, wir hätten es schon viel schneller schaffen können mit dem Gift, aber das hat sich vom Timing her so schwer für mich angefühlt. Wieder nicht zu sehen, doch. Black Knight of Assassin. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich immer wieder Chip-Damage kriege von dem. Okay. Schaden ist absolut nice. Okay, das ist blöd. Können wir nicht jedes Mal machen. Okay, auf jeden Fall das hier. Muss halt aufpassen, ne? Also ich kann halt nicht hinterher rennen und das nochmal machen, ne? Ja. Der springt dann immer weg. Was ist denn jetzt? Ich muss halt jetzt auf die, ich würde sagen, auf die Safeties gehen, ne? Das ist ein Safe-Angriff für mich. Nutzen wir. Ja, nicht mal den habe ich getroffen. What the fuck? So ein nerviger Gegner. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich, glaube ich, gerade nicht wirklich treffen, weil er nur weggeht. Au. Oh, der war knapp. Dann bin ich fast gestorben. Ich muss sicher spielen, Chat. Es geht einfach nicht, ne? Lohnt sich jetzt nicht, alles wegzugeben, nur weil ich versuche, schnell zu spielen. Digga! Ist das lächerlich. Oh mein Gott. Ach, Gott sei Dank. Puh! Okay. Einfach ist anders, Chat. Da ist 7. Komm. Ah, imagine! Oh, warte. Okay. Lohnt sich natürlich immer aufzuwerten, ne? Ist das hier? Malenia oder was? Digga, das. Also. Das kann doch nicht sein, oder? Crucible Night Duo oder Malenia. Malenia ist mir natürlich lieber, aber ich muss halt fehlerfrei spielen und das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Na denn, ist eine kleine Arena, das macht es ziemlich schwierig. Oh Gott, der Schaden! What the fuck? Oh. Der Schaden ist halt, ist lächerlich. Oder kämpfe ich noch morgen dran? Okay, was war das für eine Kamera gerade? Oh! Ich war ein bisschen zu weit vor ihr. Okay, mache ich nicht. Totaler Quatsch. Jeder Treffer tötet mich, ich mache keinen Schaden. Malenia finde ich viel, viel geiler als Maradan zum Beispiel, aber ich krieg sie noch nicht konstant No-Hit hin.
mache immer wieder kleine Fehler, wo ich nicht ganz so weit wegstehe, wie ich sein muss und so. I don't know, man. Wie zum Fick soll ich die cheesen? Also ich hätte die Möglichkeit, jemanden zu beschwören. Ich habe keine Ahnung. Alright. Und jetzt? Er ist leider nicht runtergefallen. Okay. Nummer 1. Oh ja, das ist echt sehr, sehr viel einfacher. Danke, Chat. Carmen, ich danke dir vielmals. Jesus Christ, man. Ja, viel besser als gegen die zu fighten. Auf jeden Fall. Uns fehlt jetzt noch ein Dunkelschmiedestein 8er. Dann hätten wir eine plus 9 Waffe. Oh, dein Ernst? Das tötet mich. Bro, dieser Seed macht mich fertig, ne? Oh Gott. Mach's mir jetzt einfach, Chat. Digga. Ich sehe nichts. Aua. Wir sind nicht One-Shot, auch wegen der Opeline Hard hier, Chat. Er hat die Frost gegeben. Oh mein Gott, wie habe ich das noch getroffen? Alter, der Typ, den wir dabei haben, der ist ja der Hammer, oder? Ja, Baby! Oh, ich liebe ihn! Er wirft einfach die ganze Zeit Dinger! Warum ist er so eine geile Sau? Ja, du musst schon was machen, Mr. Hund. Oh. Okay, ich dachte, er hat einen anderen Folgeangriff gemacht, als ich dachte. Ich dachte, er macht dieses dritte Zubeißen. Aber Schaden ist nur okay, oder? Also, ich wollte gerade sagen, also irgendwann muss er mal die Haltung brechen, finde ich. Ja, shit. Let's fucking go, baby! First try! Wir haben alles bekommen, außer... außer eine Rune. Wir haben Godric auch noch nicht. Also wir sind eigentlich ganz gut dabei. Deswegen haben wir auch gerade so viele Items bekommen, Chat, weil wir auch die Items von Margit bekommen haben. Okay. Oh, hi. Kennen wir ja schon. Ein bisschen schwächer natürlich. Er konnte nicht weg. Ich liebe es, Chat. Absolut verliebt. Und tschüss. Geil. Okay, wir haben Godric's Great Rune hier gefunden. Auch vernehmen. Oh, nice. Okay, das ist genial. Komm her. Au. Let's go. Das war richtig gut, dass er nach vorne gekommen ist. Das ist halt der eine Schlimme, ne, von denen.
So. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe halt sehr wenig Ausdauer, ne? Okay. Danke. Echt nicht? Verstehe ich irgendwie gerade nicht. I take it, I guess. Komm, direkt hier, große Rune. Come on! Baby! Oh, Dectus left. Ich hätte diesen ganzen schrecklichen Weg ersparen können, ne? Alright. Erster Kampf sollte machbar sein. Immer diese Kamera, ne? Oh. Nice. No hit. Aber das ist ja auch wichtig. Oh Gott. Okay, Chat. Okay. Oh oh. Das lief überhaupt nicht, wie ich wollte. Darf's nicht über den weglaufen. Nein. Oh! Okay. Du darfst nicht einfach vor dem weglaufen. Wenn du vor dem bleibst, können die halt alles mit dir machen, ne? Nein. Oh, ja! Komm, gib mir. Let's go, Chat. Let's go. Uns fehlt leider immer noch ein Achterschein, aber den werden wir jetzt auf der Welche hier finden, ne? Ich benutze eine Chat. Casual Call. Gustav, hey! Gustav. How's it working out for you? It's pretty good. I've got all great runes. Yo, what? Okay. You don't, huh? No, I don't. Oh, that's good. For me. Good for you. Yes. Yeah. Good for you. But I'm still at +7. I can't get any better. Okay. Yeah, I'm +6. Oh, you're +6. All right. So, I'm still working on. How's it going for you? It's going pretty well, actually. I had some like stupid deaths and. Yeah, me too. Other than that, it's going quite all right, I'd say. Did you meet Malenia? No. No. All right. She isn't. Main boss. Necessary. Okay. She's unnecessary. Mm. I tried to fight her, but I did no damage, so, you know. Then I stopped. Yeah. That makes no sense, then it's true. Oh, come on. Okay, I gotta go. Tschüss. Yeah, oh, jeez. Okay. Der Mann hat noch nicht alle großen Runen, aber gut. Na, was jetzt passiert? Okay, wir haben leider keinen +8er-Stein gefunden, Chat. Das ist scheiße. Wir brauchen noch einen Dunkelspielestein 8er. Okay, dafür haben wir eine gute Waffe, ist aber ein schwerer Gegner in Level 1 auf diesem Feld. Das wissen wir ja schon. Aber wir haben eine gute Waffe für den immerhin. Ich finde es schon mal gut, dass wir reiten können. Schaden ist leider nicht gut. Kann man nicht anders sagen, Schaden ist nicht gut. Eieiei, Chat.
Was ist denn mit dem Schaden? What the fuck? Okay. Ich habe Angst, da drunter zu sein und dann zu springen oder so. Huh? Ist eigentlich immer eine geile Attacke, weil du dann schnell angreifen kannst, ne? Keine Chance. Keine Chance. Alter, eine Attacke, ne? Alright, wir werden ein bisschen festhängen, Chat. Bogenschützin. Da ist er. Let's go. Jetzt kann ich auch sterben, ist mir scheißegal. Okay, let's go. Hat sich gelohnt. Wir haben jetzt ein bisschen besseren Schaden. Ich glaube, ich muss einfach gewinnen. Ja, das ist aber ein gutes Rennen, Chat. Also Nico ist jetzt auf gleichem Niveau wie ich. Wir sind beide bei Fire Giant. Er ist da noch nicht hingekommen, aber ich meine, was sind wir? 20 Minuten auseinander oder so. Das ist ja bei einem Level 1 Randomizer nix. Geiles Ding, Mann. Okay, ich kriege ihn irgendwie nicht genockt gerade. Ist nicht so schlimm. Na, dachte ich mir jetzt, so langsam bist du es langsam, ne? Ja, okay, schade. Komme ich nicht dran. Ich dachte sogar, dass er mich gerade mit sich nimmt. Das wäre cool gewesen, ne? Oh. Okay, das ist ein Problem, weil das Ding macht mehr Schaden, als ich dachte. Ich muss jetzt aufpassen, dass er nicht seine Schwertattacke macht, die so gefährlich jetzt wäre. Okay, wir sind durch. Oh Gott. Das hat mich gerade echt erschreckt. Ich habe Angst vor der anderen Attacke, die halt, oft einschlägt. Ich komme da wieder nicht dran, ne? Jesus Christ, habe ich gerade nicht verstanden, wo er ist. Okay, Chat. Läuft viel, viel besser, aber auch Glück gehabt bisher mit den Attacken, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich wegkomme. Oh mein Gott. Ich habe halt Angst, runterzugehen und dann hochzuspringen und dagegen zu springen. Weil ich nicht weiß, wie die Hitbox funktioniert. Boah, was für ein Kampf, ey. Ich kann da nicht schlagen, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Boah, das ist ein super seltener Angriff, den er gerade gemacht hat. Ich traue mich nicht immer aufs Pferd zu steigen, ne? Weil dieser eine Angriff ist halt richtig schlimm. Oh je. Oh, er stallt, shit. Nein. Oh mein, das hier, wirklich, das ist gerade echt unfair, wie er spielt, finde ich. Er hat mich gerade ganz schön lange nicht angreifen lassen. Okay. Hoffen wir aber, dass die zweite Phase besser ist, Mann. Boah, das war gerade, ich fand das echt gemein, shit. Oh Gott, nein. Oh. Okay, das ist eine Katastrophe, shit. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen den kämpfen soll. Der ist viel zu stark. Was mache ich? Digga, was ist das? Ich weiß nicht, wie weit die gehen. Oh, weit. Perfekt, bin tot.
So let me please know if you're through with Fire Giant, cause I can't. Yeah, I will let you know. I'm not done yet. Ich hätte jetzt ungelogen lieber Gargold als Vike. Das meine ich ernst. Oh my god. Did you see second phase already, Gustav? Yeah, that's what I'm saying that. Oh, okay. Did you see second phase already? No, not yet. That's why I asked. Wait, it's not twin gargoyles, right? No. Okay, but I'm gonna be honest. I think I would like gargoyles more. Boah, keine Chance. Das war ja so richtig in meine Schläge hinein. Aber bei dem Angriff hat man echt noch fair Zeit wegzukommen. Huh? Oh. Hab gedacht, sei der Verzögerte. Hilfreichen Zauber. We killed him, Gustav. We got him. Damn. How did you do it? We are a little crafty. We did it with Night Maiden's Mist. Oh shit, yeah, that's pretty good, man. Yeah, that worked out really well, actually. I can't find a staff to use, so... Yeah, I don't know where I found mine, to be honest. I can't remember. Yeah, I don't have a staff. I don't know how to fight him. He is way too hard for me. It's just the worst of the NPC fights that I can imagine. Ja, Chat, er hat den mit Nightmaids Mist. Wir haben leider keinen Zauberstab, den wir benutzen können. Okay, cool. Okay, sorry, dass ich den töten wollte. Du glaubst, Nightmaids Mist geht ohne tragbaren Stab? Wie, der hat einen Stab benutzt, den er nicht benutzen kann. Na, ich muss trotzdem die große Rune holen gehen. Sonst kann ich den Zauber nicht benutzen. Alright, Chat. Let's see what awaits us. Huatua! So sieht's aus. Jesus Christ. Got it. Wow, das ist ja weird. Jetzt macht er wieder irgendwie seine Standard-Attacken nicht und das macht mir noch mehr Sorgen, glaube ich. Ich komme nicht dran. Oh, nice, weil er ein bisschen aufgestanden ist. Das ist schon cool, dass man den dann auch noch kriegen kann. Not bad. Das war genau so, wünscht es dir, ne? Das war ein richtig guter Fight bisher. Ja gut, schade. Hab nichts gesagt, Chat. Okay, er macht jetzt Triple Stars. Triple Rings, meine ich natürlich. Okay, läuft doch ganz gut. Boah, ich war nicht am Rennen, als sie runterkam. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell kommen. Na, und deswegen reite ich nicht, wegen dem einen Angriff. Darf ich auch nochmal drankommen? Okay, nice.
oh. Bro. Dieser Baum, ne? Oh, so diese Arena macht mich so sauer direkt. Okay. Ja, ich glaube, das ist mit Abstand die beste Lösung. Hätte ich auch eben machen müssen, ne? Digga, guck mal, wie schnell er rennen kann. Was? Ist das lächerlich. Bro, das, der macht mich fertig, ne? Also ich weiß nicht, was er meinte mit, dass der auch mal locker wird, ey. Der ist ja so im Übertreiben, Chat. Vergesse mal wieder, wie effektiv Nightmare's Mist ist, ne? Brauchst du überhaupt nicht so viel Mana. Bro. Digga, ich hasse Vaik so sehr gerade. Ich müsste halt so ein größeres immer machen. Aber ich habe so Angst vor dem. Okay. Nicht vergessen, ich bin One-Shot für den. Immer. Was für ein hässlicher Fratze, ne? Okay. Yo, thank you for the tip, man. Did you get it? Yeah, I got it. But I still hate him. I mean, he's terrible, absolutely. Alright. Well, I hope you have a great time. No, that he's after that. Well, give me a second. I'm fighting a boss. Alright, I'm sorry. Fuck you. What, fuck me? No, I was only in chat. I'm sorry. Muten, what the fuck? Yeah, I can't, because I'm in a fight right now. I'm gonna mute myself in a second, sorry. Oh, you're not mute? All right. Yeah. And so. Was das? Warum erkenne ich den nicht? Achso, ein Baum. Okay, dann ist er da eh schon durch. Das heißt, er ist schon beim Malikev. Oh ja. Okay, Georg. Man nicht voll durchgedruckt gerade sogar. Okay, das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich hier. Ich würde ihn gerne mal knocken, während er nicht Gift vor sich hat. Weil ich gerade nicht das Risiko eingehen will, dann noch ein paar Ticks abzukriegen, weil ich nicht irgendwie den Reaper-Scene schaffe. Okay, perfekt. Oh, okay. Das ging schneller, als ich wollte. Okay. Second try, Chat, weiß ich nicht. Es ist schon ein bisschen pappnasig, aber whatever. Nehmen wir. Er wird bestimmt auch die Abkürzung genommen haben. Hoffen wir mal, dass wir dadurch ein +10er kriegen und sich das lohnt. Das ist scheiße.
Da ist was Goldenes. Oh, Chat, das könnte. Oh, komm. Let's go. Ew! Okay. Also wenn Nico die Abkürzung genommen hat, wäre ich damit jetzt natürlich ziemlich cool. Und wenn das nur einer ist, okay. Auch wenn ich den Fight nicht mag. That's a Jawrite Puppet Ding für dich. Muss halt bei dem immer warten, ne? Okay. Oh lol. Hat kein schwerer Gegner in dem Sinne, ne? Digga, ernsthaft? Danke. Ist kein schwerer Gegner in dem Sinne. Und du auch nicht. Ich kenne den Angriff sogar und das war trotzdem zu schnell für mich gerade. What the fuck? Alter. Wie schnell Darkrai alles macht, ey. Der ist so gut. Mag den total. Digga. Ich bin so froh, dass ich Sachen überlebe. Ja, das nicht. Da konnte ich aber auch nichts machen. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum er weiter mich angegriffen hat. Scheiße, Mann. Warum spielst du schlecht? Okay. Jesus Christ. Ich find's schwierig mit Beschwörungen zu spielen. Den nutze ich 100% die ganze Zeit. Weeping. Oh Gott, war das knapp. Und nicht knapp genug. Schade, Mann. Scheiße, Mann, ey. Zweimal hintereinander Grab Chat. Weitermachen so. Bei dir ist der erste Try immer der beste. Nee. Der wollte mich greifen, Chat. Alright, sind noch vier Bosse jetzt zwischen uns und dem Sieg, aber ich würde sagen, Nico ist eindeutig bei den letzten schon. Ich bin auf jeden Fall nicht so geübt in No-Hits wie Nico, das heißt, ja, da bin ich schon noch im Nachteil, aber mal sehen, ne? Alles kann möglich sein. Hoffen wir mal, ne? Das war zu knapp.
Ich wollte eigentlich voll aufgeladen R2 machen, aber war noch im Sprint. Das war dumm. Schade. Digga, wirklich. Ich schaffe es nicht, einen Kampf konstant gut zu spielen. Fuck! Na, damit kann ich halt einfach easy 600 machen. Oh. Digga. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich es nicht schaffe, gerade gut zu sein. Und ich habe keinen guten Tag erwischt, Chat. Shit. Alter, okay. Man darf auch Glück haben, Chat. Okay, zweite Phase. Man darf auch Glück haben. Der hat dafür über mich geschlagen. Okay. Alter, jetzt konzentriert spielen, dann geht's, ne? Nur die Frage, ob das der Doppelte ist, ne? Viel zu knapp. Ah, es ist der Doppelte. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach. Okay, also erstmal machen wir das hier, denke ich. Stark. Oh! Absolut nichts gesehen. Absolut gar nichts. Gott, dieser Typ ist komplett bonkers, oder? Oh, das war dieser Bug wieder, Chat. Das hatten wir schon mal. I fucking take it. Oh Gott. Okay. GG. I got it, baby. Let's go! GG's, man. I just got into Elden Ring first time. You just got what? What do you mean? An Elden Beast? Yeah, I'm just at Radagon. I used this Ash who's froze pots. He was amazing sometimes. Oh, I don't use an Ash. Wait, you said you use an Ash? Yeah, I didn't find the bell. Well, that's funny. Where did you find the bell? Wait, if you didn't get it from Rani, you can buy it at Roundtable. Oh, I didn't even talk to Ronnie. Yeah. I just played alone the entire time. Oh, then you run by way much than me. I thought it would be alright, but good job. GG's. Yeah, GG's. It was a nice race. It was a nice race. Thank you. And thank good luck you with the rest, of course. Bye. Bye bye. Tschüss, 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 tschüss. Ja, das war ich würde sagen, ein sehr anstrengendes Race für mich, Chat. Aber 4 Stunden 9 ist aber immer noch krass, ehrlich gesagt, oder? Aber jetzt mit der Asche, klar. Also ohne Asche wäre es ganz anders gelaufen, denke ich. Ja. Nice. Klappt echt gut mit dem L2. Er geht einfach weg. Dino-Schlange durch, ja. Ich denke mittlerweile so eine halbe Stunde oder so. Ich weiß nicht, wie er an dem vorbeigekommen ist. Keine Ahnung. Aber wir waren relativ nah aneinander, aber ich kann den Typen hier nicht.
Krass, Mann, der... Dieser große Schädel, der verfolgt dich so hart, du kannst gar nichts machen, wenn der Alter mal draußen ist. Au. Oh wow. Ja. Okay, nice. Fair auf jeden Fall. Das wirst du mir nie erklären können, dass ich etwas markiere, wo mein Charakter hinguckt, nicht wo ich hingucke. Warum würde ich das wollen? I don't understand that. Geiles Lied wieder. Mich nicht getraut. Boah. Ich musste halt gucken wegen dem, wegen der Schnecke, ne? Alright, Chat. Oh, ja, Normalkämpfen war die Lösung für mich bisher. Okay. Ungewöhnlich, dass er nicht mit dem hässlichen Anfang anfängt, ne? Mal sehen. Okay. Oh. Eldenwurm, Chat. Eldenwurm. Boah, wie unfassbar nervig die Gary-Phase war und dann jetzt so, boah, halt chill, ne? Geht das Feuer direkt aus, weil wir im Wasser sind? Wirkt auf mich so irgendwie. Hat dich sehr unwohl fühlen lassen. Es ist ein einfaches, okay. Also der ist der Kleine sozusagen, Chat. Alright. Oh, wie hat der Gary gemacht, Mann? Also ja, das Beste, was ich gemacht habe, ist einfach weglaufen und dann auf ihn einschlagen und hoffen.